Wir starten gleich in unsere Gesprächsrunde über diese spannenden Ergebnisse der Studie oder der Untersuchung über das Thema Amateurmusizieren in Deutschland. Ich starte mal mit Ihnen, Herr Krüger. Als Präsident des Deutschen Musikrats sind Sie quasi Auftraggeber dieser Untersuchung gewesen und haben gleichzeitig den Blick auf das Gesamtleben, Gesamtmusikleben in Deutschland. Aus dieser Perspektive heraus, was würden Sie sagen, sind so die ersten wichtigen Erkenntnisse und auch vielleicht schon Folgerungen aus den Ergebnissen, die da zutage getreten sind? Zunächst auch von mir ein herzliches Grüß Gott, einen wunderbaren guten Tag an alle, die teilnehmen. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns beim Deutschen Musikrat sind. Ich möchte nur auf ganz wenige Befunde, die Sie aber schon gehört haben, nochmals hinweisen. Nämlich, dass das wichtigste Alter für die musikalische Sozialisierung das Alter bis 11 Jahre ist. Also das Alter, wenn Sie in dem beginnen mit Musizieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ihr Leben lang Sie begleiten wird, wesentlich höher, als wenn Sie später beginnen. Gleichzeitig fällt auf, dass Kinder der Oberschicht wesentlich mehr musizieren, wir haben diese Zahl gehört, 63%, als der mittleren und unteren sozialen oder sozioökonomischen Schichten. Und wir haben gesehen, dass in der Erstbegegnung ausgerechnet die Schule bei den unteren sozioökonomischen Schichten eine geringere Rolle als bei den oberen spielt, rein prozentual. Während die Vereine in den unteren Schichten eine ganz große Rolle spielen, da ist es praktisch ausgeglichen. Das können Sie alles der Studie im Detail noch einmal unternehmen. Das bedeutet, wir müssen unser Augenmerk darauf richten, dass die musikalische Bildung, und zwar ganz besonders in der Grundschule, denn das ist das entscheidende Alter, und ich möchte nur hier einmal hinzufügen, auch schon natürlich in der Vorschule, vor 6 Jahren, die Studie ist jetzt 1 bis 6 Jahre, dass die musikalische Bildung hier von einer entscheidenden Bedeutung ist. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, dass offensichtlich da noch etwas versäumt wird, weil nämlich im Gegensatz zu den Vereinen gerade in der allgemeinbildenden Schule die unteren Schichten, die sie ja auch alle besuchen, weniger Anstöße erhalten. Und wir haben in einer Studie, die ich nur in Erinnerung rufen möchte, vor einem Jahr, die gemeinsam der Deutsche Musikrat, die Konferenz der Landesmusikräte, Bildungspolitik, ja, unmittelbar föderales Thema, und die Bertelsmann Stiftung durchgeführt haben, zur Situation des Musikunterrichts in der Grundschule. Das ist die erste wissenschaftlich fundierte Studie auch auf diesem Gebiet gewesen, festgestellt, dass in Deutschland mindestens 23.000 qualifizierte Lehrkräfte auf dem Gebiet fehlen. Es geht also nicht nur darum, dass irgendwie gesungen oder gespielt wird in der Grundschule. Es muss auch qualifiziert sein, weil sonst diese Anregung nicht stattfindet. Wenn wir die Zahl sehen, dass 84% der Menschen in Deutschland sagen, dass sie Musik interessiert und 37%, dass Musik sie sogar sehr interessiert, dann muss man sagen, es ist wirklich ein zentraler Baustein und muss es sein von musikalischer Bildung, auch von Schule, dass Musik allen und qualitätvoll angeboten wird, weil es die Menschen doch sehr unmittelbar angeht. Wir müssen es verbinden mit, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten natürlich, mit der ausdrücklichen Forderung und dem Hinweis, dass Vereine gestärkt und, soweit das notwendig ist, gerettet werden müssen, weil wir sehen, welche große Bedeutung sie haben. Und wir haben auch gesehen in diesen Statistiken, welche, man muss fast sagen, überraschend hohe Bedeutung die Privatmusiklehrerinnen und Lehrer haben. 30% bei der Erstbegegnung. Das bedeutet, dass auch dieser Personenkreis, der sich ganz stark im Bereich der Soloselbstständigen befindet, auch eine wesentliche Stütze des Gesamtkonzeptes der Musizierenden oder dieses Musiklebens darstellt. Und noch ein Aspekt, der mir immer wieder wichtig ist, den wir auch bei Jugend musiziert ganz stark erleben, wie sehr das Musikleben von Menschen mit Migrationshintergrund getragen wird. Die sind nämlich überdurchschnittlich stark und das auch in der lebenslangen Perspektive an den Musizierenden beteiligt mit insgesamt durchschnittlich 25. Ich denke, dass man daraus, wir werden da im Einzelnen drüber sprechen, Rückschlüsse ziehen muss, auch darüber, wo man, wen man fördert. Und das muss dann natürlich auch auf Dauer auf Inhalte Einfluss haben. Zunächst mal einfach so viel, ganz pauschal. Danke. Ja, vielen Dank. Aus der Praxis werden wir ja nachher noch mit Frau Becker und Frau Ruckhaber auch aus diesen genannten Institutionen was hören, aus Vereinen, aus der Schule, aus dem Chorwesen. Zunächst komme ich aber mal zu dem Blick quasi von außen. Herr Sommer, Sie haben die Studie begleitet und auch zusammen mit dem Musikinformationszentrum durchgeführt.
Sie haben sozusagen den Blick von außen, den demoskopischen Blick auf diese Studie. Und meine Frage an Sie, die wird Sie nicht überraschen, aber uns interessiert Sie nämlich, was hat Sie überrascht an dieser Studie? Hat Sie etwas überrascht und wenn, dann was? Ja, vielen, vielen Dank. Für mich überraschendste Befund war diese starke Schichtgebundenheit. Nun würde ich sagen, ich habe erwartet, dass es eine Schichtgebundenheit gibt. Ich glaube, das hat niemanden wirklich überrascht. Aber überraschend war, wie die Grenzen verlaufen. Nämlich die Grenze der Schichtgebundenheit verläuft scheinbar beim Musizieren, dass mittlere und untere Sozialschichten auf der einen Seite eher unterdurchschnittlich musizieren, obere Sozialschichten überdurchschnittlich. Und das ist ein Muster, was wir aus anderen Studien so nicht kennen. Aus vergleichbaren, aber auch aus vielen anderen Studien haben wir in den letzten Jahren immer mehr festgestellt, dass die Muster normalerweise verlaufen entlang einer sehr ähnlichen Verhaltensweise, auch sehr ähnlichen Einstellungen von Oberschicht und Mittelschicht auf der einen Seite und Unterschicht auf der anderen Seite. Wir sehen das beispielsweise auch im gesamten Bildungskontext. In Bildungsstudien fällt immer wieder auf, dass auch die Frage, wie fördere ich meine Kinder, welche Möglichkeiten habe ich, meine Kinder zu fördern, welche Einstellungen zur Bildungsförderung meiner Kinder habe ich, Ober- und Mittelschicht sehr, sehr eng beieinander liegen und die Unterschicht deutlich davon abweicht. Wir sehen das in ganz anderen Kontexten. Wir sehen das in der Gesundheitsorientierung, auch beim Ernährungsverhalten, Informationsverhalten. Also in ganz, ganz vielen Bereichen sehen wir seit längerer Zeit, dass die Schichtgrenze zwischen Ober- und Mittelschicht auf der einen Seite und Unterschicht auf der anderen Seite verläuft. Und hier bei dieser Studie ist diese Grenze plötzlich verschoben. Die Mittelschicht ist viel dichter an der Unterschicht dran als an der Oberschicht. Und das ist genau das, was Herr Krüger sagt. Das ist ja einer der spannendsten Befunde, sich zu fragen und zu überlegen, was heißt das für all diejenigen, die in der Musik tätig sind, die in Vereinen schaffen, all jene, die in Verbänden interessiert auch daran sind, dass ein möglichst breites Bevölkerungsspektrum in den Vereinen und beim Musizieren abgebildet werden. Und deswegen ist für mich das so eigentlich der spannendste Befund dieser Untersuchung. Dankeschön, darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Das war ja tatsächlich wirklich ein sehr spannendes Ergebnis. An Sie, Herr Sommer, noch eine Frage. Herr Schumastrat hat ja schon gesagt, es ist die erste wirklich repräsentative Studie, aber es gab ja in den vorherigen Jahren und Jahrzehnten vielleicht sogar schon ähnliche Umfragen zu den Zahlen der Amateurmusizierenden insgesamt. Und ein Ergebnis ist ja, dass sich da nicht so viel dran verändert hat. Ist das für Sie auch überraschend gewesen oder hätten Sie das eher erwartet? Ja, Herr Schulmeistrat hat ja auch deutlich gemacht, dass die Vergleiche auch gar nicht so einfach sind. Wir haben in früheren Jahren immer andere Grundgesamtheiten, das heißt eine andere Bevölkerungsstruktur, die befragt wurde, andere Stichprobengrößen, andere Fragemodelle, andere Methodiken und dann fällt es immer schwer, Zahlen so einfach miteinander zu vergleichen. Wir haben im Institut für Demoskopie Alzheimer über viele Jahre auch in einer sehr großen Studie sehr holzschnittartig einfach gefragt, wer musiziert. Und zwar in einer Frage singen, Instrument spielen etc. Und die habe ich hauptsächlich auch als Vergleich herangezogen. Und da endet leider der Trend 2005, sodass da eine gewisse Lücke entsteht. Und tatsächlich jetzt ja mit dieser neuen umfangreichen Untersuchung diese Lücke endlich geschlossen wurde und sehr viel umfangreicher auch geklärt werden konnte. Wer musiziert, wie sieht das Musizierverhalten aus? Und wie Frau Schwertfeger es ja auch dargestellt hat. Und die älteren Untersuchungen zeigen, dass tatsächlich der Anteil der Musizierenden in etwa gleich geblieben ist, allerdings in der Erwachsenenbevölkerung ab 16 Jahre eher etwas zurückgegangen sein dürfte. Also wir hatten bis 2005 immer so um die 18% an Erwachsenen, die musizieren, jetzt aktuell um die 16%. Gleichzeitig dürfte der Anteil der Jugendlichen und Kinder zugenommen haben, also dass fast jeder zweite Jugendliche oder fast jedes zweite Kind musiziert, dürfte eher zugenommen haben, wobei mir da jetzt die empirischen Daten aus der Vergangenheit fehlen, um wirklich valide sagen zu können, das hat zugenommen. Das ist jetzt eine Vermutung, weil die Gesamtzahl, die jetzt ja aktuell wir gemessen haben, vergleichbar ist mit dem, was auch in älteren Studien in etwa rauskam, nämlich diese ungefähr 14 Millionen Musizierenden. Mhm. Gehen wir mal ein bisschen in die Praxis. Frau Becker, Sie können aus verschiedenen Blickwinkeln diese Thematik beleuchten. Sie sind selber musikalisch sozialisiert sozusagen in einem Musikverein oder mehreren Musikvereinen als Trompeterin, aber auch als engagierte Mitorganisatorin. Bis eben heute engagieren Sie sich auch im Volksmusikverband. Vielleicht erzählen Sie mal,
diese Sozialisation, diese musikalische Sozialisation im Verein, was hat das denn für Sie, für Ihre eigene musikalische Biografie für eine Bedeutung gehabt? Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich komme aus dem Sauerland, deswegen kann ich da tatsächlich lokalgebunden auch etwas zu sagen. Bei uns gibt es sehr, sehr viele Musikvereine. Und dort die Sozialisation, das ist etwas ganz anderes, als ich es an der Musikschule während des Studiums beispielsweise kennengelernt habe. Die Musikvereine haben eine tolle Jugendförderung im Dorf, auch übergreifend hat man direkt ein Gemeinschaftserlebnis. Und bei den Musikvereinen, und das fand ich auch sehr, sehr spannend an der Studie, dass sehr viele das angegeben haben, kann man diesen Unterschied des sozialen Status auch nochmal unterstreichen, weil gerade dort die Musikvereine günstigere Angebote schaffen für die ländlichen, aber auch Bereiche, im Gegensatz zu Musikschulen beispielsweise, die in den größeren Städten sehr häufig vertreten sind. Und dort diese finanziellen Unterschiede geben natürlich auch den Familien Anreize, die in ja, niedrigerem Status sind. Und deswegen, das finde ich ganz spannend und da sind wir, glaube ich, auch als Verbände ganz, ganz wichtig, dass wir den Schülerinnen und Schülern oder den Kindern auch die Möglichkeit bieten, ein musikalisches Instrument zu lernen oder auch im Chor zu singen, weil ja, Musik ist so eine wichtige soziale, so ein soziales Erlebnis, was vielen Kindern in ihrer Entwicklung und auch mir persönlich total viel gebracht hat. Ich bin immer sehr, sehr gerne dahingegangen. Ich hatte Spaß am Musizieren, aber auch gerade diese Sachen, die neben dem Musizieren halt waren. Man trifft sich abends, man hat einen ganz anderen Austausch, als wenn man jetzt nur digital sich mal zum Zocken, wie das ja viele Kinder auch gerne machen, trifft. Und auch später geht gemeinsam auf Feste, die Schützenfeste oder die anderen musikalischen Veranstaltungen, Konzerte, Musik wirklich am eigenen Körper zu erleben. Das war wirklich eine tolle Erfahrung, die ich nicht mehr missen möchte. Und besonders in der Studie fand ich auch sehr interessant, dass Kinder, die so vor 11 Jahren anfangen, auch länger dabei bleiben. Und ich glaube, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Viele Kinder, die gerade auch so mit 6, 7 Jahren anfangen, da sind ganz, ganz viele noch dabei, zumindest aus dem Umfeld, wo ich berichten kann. Also ganz interessant, welche Rolle die Musikvereine spielen können beim Amateurmusizieren, auch beim Einstieg, der vielleicht gar nicht so bekannt ist oder viele Leute nicht so auf der Agenda haben, wie zum Beispiel die Musikschule, die private Musikschule, von der Herr Krüger schon gesprochen hat. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Verein zu sprechen. Dazu auch gerne Frage an Frau Ruckhaber. Sie sind auch musikalisch sozialisiert, auch im Vereinsbereich, aber im Chorbereich. Also Sie singen, seit Sie ganz klein sind, genau wie die Frau Becker auch Musik macht. Und Sie engagieren sich als stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Chorjugend, auch für singende Kinder und Jugendliche. Vielleicht auch an Sie die Frage, was hat denn dieses Singen, Chorsingen für Ihre persönliche Biografie für einen Stellenwert gehabt, für eine Bedeutung gehabt? Ja, ein herzliches Hallo aus Freiburg, aus dem Süden. Vielen Dank für die Einladung. Also für mich war Chormusik von klein auf immer total wichtig. Also ich kann mich nahezu in keinem Moment erinnern im Leben, wo ich nicht im Chor mehr in Köln gesungen habe. Also es fängt an, dass man irgendwie sagt, naja, Chorgesang ist das liebste Hobby, aber es steckt halt so, so viel mehr dahinter. Also es ist eine Gemeinschaft, dort sind die Freunde, man verbringt die Wochenenden zusammen, man geht auf Chorreisen, verbringt den Urlaub zusammen, das gemeinsame Singen, gemeinsames Emotionen teilen, das ist halt so wichtig. Und ich kann im Nachhinein sagen, dass ich glaube, dass Chorgesang etwas ganz Besonderes ins Leben bringt und vor allem sehr, sehr das Leben bereichern kann. Und das habe ich oft gesehen im Vergleich zu Freunden, die eben nicht im Chor gesungen haben, dass mich da einfach viel, viel mehr verbunden hat mit anderen Menschen. Also es ist einfach ein so gutes soziales Gefüge, man hört aufeinander, man lernt zusammen, gemeinsam zum Ziel zu kommen. Und ich habe in Chören auch Gemeinschaft nochmal ganz anders erlebt, als es vielleicht in der Schule möglich war. Und das prägt natürlich auch ein ganzes Leben. Ich habe mich dann nach der Schule dazu entschieden, Musik zu studieren. Und auch wenn man dann mal so eine Aufnahmeprüfung durchläuft, sich an der Hochschule mit den Musikstudenten, Studierenden zusammentut, merkt man schon auch, dass man so ein verbindendes Element hat.
ein flammendes Plädoyer für das Musizieren auch im Verein. Und ganz interessant eben auch, dass es auf der einen Seite ums Musizieren geht, aber auf der anderen Seite eben auch sehr ganz stark, haben Sie ja weiter betont, diese soziale Funktion des Miteinandermusizierens. Die Studie hat unter anderem ergeben, Chorsingen ist weiblich, also es singen mehr Mädchen als Jungen und mehr Frauen als Männer in Chören. Frage an Sie, was kann man tun oder tun Sie schon etwas, um daran etwas zu ändern? Also nicht natürlich, dass viele Mädchen singen, aber dass vielleicht auch mehr Jungen schon früh für das Chorsingen begeistert werden? Da an der Stelle spielen meines Erachtens die Schulen eine ganz, ganz große Rolle. Das heißt, dass kontinuierlich gesungen wird und zwar von klein auf und dass einfach richtiger Musikunterricht stattfindet und nicht Fächerverbünde, Kombinationen alle 2 Wochen, sondern einfach ganz klar Musikunterricht, hoher Gesangsanteil, dass einfach von klein auf Kinder und vor allem auch Männer, Jungs daran gewöhnt sind zu singen, dass es einfach was Natürliches ist, dass es sie quasi durchgehend begleitet. Natürlich hat man da natürlich auch nochmal eine andere Problematik mit einem deutlicheren Stimmbruch. Aber dennoch glaube ich, dass man einfach die Kinder und Jugendlichen früh binden muss. Weil wenn sie erstmal aussetzen und wenn man sie verloren hat, ist es schwieriger, sie später wieder zum Chorgesang zu kommen. Ich glaube, wenn auch bei Jungs das in der Schule einfach als selbstverständlich gehandhabt wird, dass gesungen wird, oder sie durch innovative Projekte herangezogen werden, können wir vieles dafür tun, dass auch mehr Jungs und Männer in Chören singen und genau. Das unterstreicht nochmal die Bedeutung der Schule, die ja von anderen jetzt auch schon genannt worden sind beim Musizieren. Frage an Sie, aber auch an alle in die Runde. Sie haben jetzt gerade schon von Bindung gesprochen und es ist ja, glaube ich, deutlich, das kann Herr Sommer wahrscheinlich auch bestätigen, dass gerade Kinder und also überhaupt die Menschen, aber vor allem Kinder und Jugendliche weniger bereit sind, sich langfristig im Verein oder überhaupt zu binden, sondern eher kurzfristig sich an Projekten beteiligen. Frage vielleicht an alle, wie weit können Sie das bestätigen und gibt es Mittel dagegen zu steuern oder sozusagen diese Tatsache auch in Ihre Arbeit einzubinden? Ich fange mal an mit Frau Becker, weil Sie ja im Vereinsbereich auch tätig sind. Ja, vielleicht kann ich da auch aus Schulperspektive kurz noch was zu sagen. Als Lehrerin für Musik bin ich natürlich dort auch ja, tagtäglich mit konfrontiert. Und man versucht es schon die ganze Zeit, das mit einzubinden, die Jungs, die Mädels, das, ja, wenn jetzt mal kein Corona ist, das aufrecht zu erhalten. Also dieses Langfristige meinen Sie jetzt, oder dieses Ja, das sich langfristig, binden also an, die ja. Begeisterung, diesen Anfang für Musik, das als etwas Normales anzusehen, und das dann auch in den Freizeitbereich zu übertragen und dort dann entsprechend Projekte anzubieten, sei es schulischer Art, aber dann auch in Kooperation mit Chören, mit ansässigen Musikvereinen, dass man da gemeinsam ja, sich die Bälle so zuspielt und sich gegenseitig unterstützt. Das funktioniert vieler Orts sehr, sehr gut. Da entweder auch mit Musikschulen oder mit den Vereinen und dass man gemeinsam da an einem Strang zieht. Herr Sommer, vielleicht aus der Sicht des Demoskop nochmal. Diese Erkenntnis ist Ihnen sicherlich nicht neu, dass diese Bindungsbereitschaft geringer ist. Sehen Sie das hier in einem besonderen Maße, beziehungsweise gibt es aus Ihrer Sicht woanders Reaktionen darauf? Also wie reagiert man woanders darauf, dass das so ist, wie es ist? Also die Bindungskraft, vor allen Dingen diese Verbindlichkeiten, die man eingeht, wenn man in einem Verein, in einer Gruppierung, in einer Institution mittut, die nimmt in der Gesellschaft ab. Aber die nimmt vor allen Dingen im Erwachsenenalter ab. Und zwar sehen wir das in vielen Bereichen. Wir sehen das bei Sportvereinen, wir sehen es hier beim Thema Musik, wir sehen es aber auch im kulturellen Bereich, wir sehen es im ehrenamtlichen Engagement, das ja auch deutlich zurückgegangen ist. Immer dann, wenn man sich zumindest an eine Gruppierung, eine Institution binden muss. Und das hat sicherlich einerseits damit zu tun, dass diese Fülle an Optionen und Möglichkeiten, die in der Freizeitgestaltung zurzeit gegeben sind, so immens sind, dass die viele aufgrund dieser Vielzahl von Möglichkeiten sich ungern auf eine Sache festlegen, sondern lieber viele verschiedene Sachen machen. Aufgrund einer auch im Laufe der letzten Jahrzehnte gestiegenen Belastung, was das Berufliche
Belastungsszenario anbelangt, aber auch die Verpflichtungen, die viele im familiären Bereich haben, dass auch dort die Bereitschaft zurückgegangen ist, sich in der Freizeit an etwas zu binden. Das Freizeitverhalten selbst ist unglaublich differenziert, unglaublich facettenreich. Aber was zurückgeht, ist eben die Bereitschaft, sich dabei zu binden. Also das ist eine wichtige Erkenntnis, die jetzt immer wieder gesagt wurde. Vielleicht Herr Krüger nochmal zu dieser Frage, weil der Deutsche Musikrat sich sicherlich auch mit diesem, ist ja selber ein Verband, also der Dachverband für Vereine und beobachtet dieses Phänomen. Wie gehen Sie damit um? Wie beobachten Sie das in der Musiklandschaft? Gibt es Steuerungsmodelle, um dagegen zu wirken? Also Steuerungsmodelle eines solchen Dachverbandes, das ist natürlich tatsächlich schwierig, da wir einfach sehr umfassend besetzt sind, ja bis hin zur Musikwirtschaft. Aber wir sehen die Problematik auch. Ich kann nur eins sagen, es ist von entscheidender Bedeutung auf allen Ebenen und in allen, dass die Gesellschaft ja letztlich mit tragenden Gruppierungen im musischen und sozialen Bereich, dass wir Menschen finden müssen, die sich ehrenamtlich engagieren, auch in den sogenannten Ämtern. Vereine müssen ja getragen werden. Und das müssen wiederum Persönlichkeiten sein, muss man auch mal sagen, weil Sie ja fragen, überhaupt die Bindung anderer Leute, die in der Lage sind, als Persönlichkeiten andere zu binden, die sagen, da gehe ich gerne hin. Schon deshalb, weil ich auch gerne mit denen zu tun habe, ich sage es mal. Wir haben jetzt viel über das Vereinsleben gesprochen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf das Thema Schule. Auf der einen Seite gibt es den Musikunterricht an der Schule, auf der anderen Seite gibt es das, was wir Klassenmusizieren nennen, Musikalisierungsprogramme wie JEKI. Da gibt es in jedem Bundesland auch wieder andere. Es gibt viele Singklassen auch. Frau Becker und Frau Ruckhaber, ich glaube, Frau Becker, Sie machen das ja selber, dieses Klassenmusizieren, Bläserklassen. Wir haben jetzt gehört, auf der einen Seite gibt es viele musizierende Kinder und Jugendliche, auf der anderen Seite gibt es aber viele, gerade in den Unterrichtsschichten, die auch noch nicht musizieren. Welche Bedeutung hätte denn dieses Klassenmusizieren? Das müsste ja eigentlich dazu führen, dass mehr Kinder und Jugendliche auch ein Instrument spielen und möglicherweise auch dabei bleiben. Was glauben Sie, wie sich dieses Klassenmusizieren tatsächlich auswirkt auf das langfristige Amateurmusizieren von Kindern und dann eben auch Erwachsenen? Das möchte ich ganz gerne damit beginnen, immer wenn ich in eine neue Klasse komme, dann frage ich ja, was ist denn bisher euer schönstes Erlebnis mit dem Musikunterricht? Und gerade viele sagen, ja, die Bläserklasse, weil das bei uns an der Schule, wir haben eine Bläserklasse und auch einen Chor. Und in der 5. und 6. Klasse gibt es das Projekt Bläserklasse, wo sich die Kinder anmelden können, dann Unterricht bekommen und auch gemeinsam als Gruppe musizieren und die Musiktheorie auf ganz andere Art und Weise wirklich vermittelt bekommen. Und das macht sehr, sehr, sehr vielen Kindern total viel Spaß. Und da ist es dann allerdings wichtig, dass wir, wenn wir die Kinder versuchen wollen, längerfristig zu halten, zu motivieren, dieses Projekt weiterzuführen in einer Art Schulorchester, aber auch, wie ich eben schon mal kurz angedeutet habe, in Kooperation mit den örtlichen Musikvereinen oder dann entsprechend auch den Chören, den Projekten, die es bei uns gibt, weil irgendwo die Schule hat da zwar einen Fördertopf, aber dieses Projekt ist halt begrenzt auf 5., 6. Klasse. Alles, was darüber hinausgeht, ist dann natürlich auch freiwillig. Es gibt Bands, es gibt AGs, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Aber dort, um die Schüler wirklich weiter zu motivieren, muss man da Nachbarschaftspflege betreiben mit den Musikschulen, mit den Orchestern und den Vereinen. Und das ist, glaube ich, beim Chor sehr ähnlich. Ich habe auch schon Chorklassen erlebt. Dort dann die Kooperation mit angrenzenden Chören zu finden und die dann auch zu vermitteln, zu sagen, hey, die mal einzuladen in die Schule. Guck mal, stellt euch mal vor und versucht die Kinder dort zu begeistern und mitzunehmen. Ich glaube, nur so kann es dann auch erfolgreich werden und die Kinder dann zu erwachsenen Musizierenden werden. Frau Ruckhaber, Singklassen gibt es auch. Also viele Musikalisierungsprojekte arbeiten ja auch oder vor allem sogar mit dem Singen. Aus Ihrer Sicht ein Mittel, um die Begeisterung langfristig zu binden? Ja, also ich glaube, dass, also wenn man mal in die freie Szene schaut, gerade in der Chorszene, also im Prinzip die freie Szene boomt. Es gibt super viele Projektchöre, Mitsingprojekte, Kneipenchöre, Karaoke singen, Hausmusik. Also ich sag mal, die freie Szene ist da wirklich enorm am Wachsen. Und ich glaube, dass sich eigentlich junge Menschen dort binden, wo es gute inhaltliche Angebote gibt. Und dann ist es auch zweitrangig, ob es eine Vereins- oder Verbandsstruktur ist. Und
Und wenn die Inhalte gut sind, dann steht auch eine Struktur nicht im Weg und dann binden die sich auch. Und wenn, ich glaube, dass wenn Vereine gut funktionieren, dann sollte es eigentlich keine Nachwuchssorgen geben. Wenn sich Jugendliche, wo sie sich gehört fühlen, wo sie sich einbringen können, man kann es ja sehen, Fridays for Future, was das irgendwie für eine Bewegung ist. Da bringen sich so viele Jugendliche ein, weil sie sich dort gehört fühlen. Genau, und deswegen glaube ich, dass wenn sich dort Vereine und Verbände vielleicht ein bisschen anders nach außen aufstellen und wirklich, also wir merken es bei der Chorjugend, wir haben so viele innovative inhaltliche Projekte und wir haben so viele, viele neue Jugendliche in den letzten Jahren auch gewinnen können, die mitmachen. Wir haben, und wir versuchen auch, wir haben zum Beispiel Fortbildungsprogramme im Bereich Chormanagement. Das ist ja im Prinzip, lehren wir dort so ein bisschen die Vereinsarbeit. Was muss man machen, um einen Verein aufrechtzuerhalten und probieren das halt so ein bisschen, naja, so ein bisschen cool zu vermitteln, ein bisschen, dass es Spaß macht, dass die Lust bekommen auf Vereins- und Verbandsarbeit. Und wir erleben da wirklich nur positives Feedback. Und ich glaube wirklich, wenn sich die Form so ein bisschen der Inhalte anpasst, auch in der Verbandsstruktur, dass man dort sehr, sehr gut weiterkommen kann.